im Sommer, da war ja eigentlich wirklich gerne genommen, dass das Wasser kalt ist. Klar, es war heiß draußen und man brauchte irgendwie Erfrischung. Jetzt allerdings bei den Hallenbädern, da will man genau das Gegenteil, nämlich eher der Kälte draußen entfliehen und ab ins etwas wärmere Wasser. Die Hallenbadsaison in Mannheim beispielsweise, die hat nämlich ab heute begonnen. Aber von den immer höheren Energiepreisen sind natürlich auch die Hallenbäder betroffen. Und daher heißt es immer öfter Energiesparen, was zur Folge hat, dass alle Hallenbäder in Mannheim die Wassertemperatur um 2 Grad senken müssen. Zudem bleibt in einigen Bädern die Sauna dauerhaft geschlossen. Michelle Teuke hat sich informiert. Das Hallenbad hier in Frankenthal ist seit letzter Woche eröffnet. Die Hallenbadsaison kann also losgehen. Und bei mir steht Daniel Münkel, der leitende Schwimmmeister hier im Hallenbad. Herr Münkel, viele Hallenbäder müssen die Wassertemperatur oder sollen die Wassertemperatur um 2 Grad senken aufgrund der Energiesparmaßnahmen. Wie sieht es denn hier in Frankenthal aus? Genau, ja, also wir haben das genauso umgesetzt wie von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen empfohlen. Wir haben unsere Beckentemperaturen um 2 Grad gesenkt, entsprechend dann auch etwas die Hallenlufttemperatur, sodass sich jeder Gast immer noch bei uns wohlfühlen kann. Es ist warm genug, um sich zu bewegen und wir hoffen, dass auch einige vorbeikommen. 2 Grad ist ja schon viel eigentlich. Haben Sie da schon so ein Feedback von den Badegästen auch bekommen? Wie kommt es bei denen an? Ja, im Großen und Ganzen, die Situation ist allen bekannt. Gas oder Energie allgemein muss gespart werden. Wir sind froh, dass wir noch öffnen konnten. Die Gäste verstehen es und akzeptieren es auch zum Großteil. Kann man denn auch sagen, ob diese Senkung von 2 Grad auch wirklich was bringt? Ja, also 2 Grad Wassertemperatur, das ist schon viel, auch an Energie, was da ansonsten gebraucht werden würde, um diese noch hochzuheizen. Gibt es denn noch andere Änderungen, auf die sich die Badegäste hier einstellen müssen? Wir hatten vorab schon, beziehungsweise die letzten Jahre schon in vielen Bereichen Bewegungsmelder zum Beispiel für unsere Lichter eingesetzt, sodass auch da schon die letzten Jahre viel Energie gespart wurde. Das fahren wir natürlich weiter, aber ansonsten größere Einschränkungen aktuell weiter gibt es nicht. Wie sieht es denn mit dem Babyschwimmen aus? Gerade für Babys ist es ja enorm wichtig, dass die Wassertemperatur ja eher wärmer als kälter ist. Richtig. Das Babyschwimmen können wir aufgrund der niedrigeren Wassertemperaturen aktuell leider nicht anbieten. Das wäre schlicht und einfach zu kalt für die Kleinen. Andere Kurse, die Sie ja sonst immer angeboten haben, sind ja auch Schwimmkurse für Schulen. Können die weiterhin herkommen und das Angebot wahrnehmen? Genau, also wir selbst bieten Schwimmkurse allgemein für Kinder ab 5 Jahren an. Das bieten wir jetzt auch demnächst, startet die neue Runde. Das ist auch ganz wichtig, weil die letzten 2 Jahre durch Corona doch da einiges an Stau entstanden ist. Viele Kinder haben nicht schwimmen gelernt. Bezüglich der Schulen sind wir froh, dass wir das Bad auch noch zur Verfügung stellen können weiterhin. Die Schulen kommen bei uns montags bis donnerstags, tatsächlich täglich für mehrere Stunden sind einige da und wir freuen uns, dass es auch weitergehen kann. Jetzt haben Sie gerade Corona angesprochen. Gerade nach Corona wäre es ja jetzt enorm wichtig, dass die Hallenbadsaison gut anlaufen kann. Macht Ihnen das ein bisschen Angst, dass diese ganzen Energiesparmaßnahmen vielleicht zu Problemen führen könnten? Ja, natürlich. Auch heute ist leider noch nicht absehbar, wo das noch hinführt. Wir hoffen, die komplette Saison bestreiten zu dürfen, müssen aber leider auch mit allem rechnen bis hin zur Schließung. Vielen Dank, Herr Münkel. Wir hoffen mit, sodass wir alle im Winter auch weiterhin die Hallenbäder besuchen können.